hier hinein. Warum geht sie dort lang? Es gibt nichts weiter in diesem Gewölbe. Ja. Ein Observatorium, irgendwas auf dem Dach. Irgendein Hinweis auf den Garten. Tja. Das wird uns nicht weiterbringen. Hier kommen wir nicht weiter. In die Drachenhalle zurück. Vielleicht kann der was. Mal, hier geht's raus. Das ist ein Gästezimmer, da wollen wir nicht hin. Das Ding jetzt mit den Laternen. Es scheint, als reiche dem Feuer seine eigene Laterne. Dann kann man die dunkle machen, ist der mit dem. Was? Achso, das, der hat jetzt den. Ich sehe keinen Zusammenhang. Vielleicht Google. Darauf reagiert das Feuer nicht. Tja. Eine andere Laterne. Geist des Feuers, gehe mit mir. Was? Okay. Eine Geist des Feuers. Kann man die Laterne einsetzen? Wahrscheinlich nicht. Wir haben den Feuergeist und den Herzgeist. Sie teilen sich bereits den Raum in der seltsamen Kugel. Aha. Und nun? Immer noch die anderen Elemente? Ist in der Bibliothek? Einfach Geister mit Mütter. Wer kennt's nicht? In die Bibliothek? Können wir hier den Eisgeist aus der Eisstatue herauskriegen? Sie schimmert strahlend sauber. Moment, hier ist eine merkwürdige Aussparung. Oha. Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Tja, da müssen wir wohl was für die Aussparung finden. Können wir vielleicht. Wesen des Eises, zeigt euch. Dachte ich mir. Keine Antwort. Wohl doch nicht. Nein. Wesen des Eises, zeigt euch. Keine Antwort. Lieber nicht. Ich sehe keinen Zusammenhang. Das wird niemand.
Ich darf mein... Und dieses Zeichen... Und du musst noch ein bisschen Zeichen suchen. Sekunde. Zeichnung. Vielleicht können wir damit jetzt hier das Siegel. Das hat doch den. Nein, das ist es nicht. Sicher? Das bringt mich nicht weiter. Aber das ist doch hier. Schau mal. Zeichnung. Siegel. Vielleicht kann der Feuergeist irgendwas ausrichten, oder? Nein. Der Erzgeist. Mir fehlt die Vision. Tja, die Maske. Ja, aber die Hand tut es ja. Oh. Okay. Wo sind Manu? Mit meinem Zauber könnte ich sie alle versteinern. Ich spüre die Maske in meiner Tasche. Es ist, als würde sie mich dorthin ziehen. Aha, und du? Nein. Mit meinem Zauber könnte ich sie... Okay, dann verzaubern wir mal. Versteigern wir mal Pflanzen. Wer zaubert in meiner Kammer? Ich habe so lange geschlafen. Bitte weckt mich mit eurer Magie. Ich bin nicht sicher, ob wir das tun sollten. Wie müde ich auf einmal werde. Wie müde ich auf einmal werde. Nichts geschieht. Tja, vielleicht. Nichts geschieht. Tja, dann vielleicht. Oha. Erschrecke nicht. Bleibe sitzen. Es gibt etwas, das du wissen musst. Hör gut zu und du wirst verstehen. Es war einmal Satinav, der Wächter der Zeit. Was auch immer geschieht. Geschehen sollte und geschehen war, schrieb Satinav in sein Buch der Zeit. Wer von den im Buch beschriebenen Wegen abwich oder sich anschickte, die Zeit neu zu schreiben, den bestrafte Satinav mit dem Schlimmsten, was einem Wesen je widerfahren konnte. Das Gefühl, dieses er riss die arme Seele aus ihrer Existenz, als habe sie nie existiert. Was heute niemand mehr weiß, Satinav hatte einen Diener, mich, den Zeitschin Mnemoremnon. Okay. Im Namen meines Herrn durchwandelte ich die Zeiten, bestrafte die Ketzer und heilte die Risse, die durch ihre Ketzereien im Gefüge der Zeit entstanden waren. Ich war mächtig, und doch war ich nur ein Diener. Ein Diener der grenzenlosen Willkür eines verhärmten Meisters. Es kam der Tag, an dem sich all dies ändern sollte. Als eine Frau mit ihrem toten Sohn vor Satinavs Antlitz trat. Sie flehte um das Leben ihres Kindes, um eine Richtigstellung der Zeit. Doch Satinav, in seiner unendlichen Grausamkeit, wollte nicht hören. Nur ich. Ich hatte Mitleid mit dem Wesen. Und in einem Akt grenzenloser Güte erschuf ich mein mächtigstes Werkzeug. Eine Maske. Meine Maske. Aha. Und ich gab sie an das Wesen, auf das niemals wieder jemand etwas Kostbares verlieren musste. Unheimlich.
Okay, das ist wirklich sehr unheimlich. 7 Runen sind darauf eingraviert. Ah, ja. Vielleicht in der Bibliothek was rausfinden. Können wir ihn mal fragen, vielleicht. Vielleicht weiß er was. Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Ich habe den Zeitgen gesprochen. Wirklich? Erzählt! Nemoremnon also. Ein seltsames Geschöpf. Sagt Bescheid, wenn ihr noch mehr über ihn in Erfahrung bringt. Bis später. Haltet mich auf dem Laufenden. Vielleicht können wir aber jetzt das Ding mit dem Bücherregal... Komm heraus, wer auch immer du bist. Das scheint was zu bringen. Oh, der Eisgeist. Die Statue sind das Bücherregal, war das. Ja, dann haben wir ja schon 3 Elemente. Jetzt 3. Fehlen uns nur 3. Die Hälfte haben wir schon. Können wir vielleicht. Die Rune. Das ist das Symbol. Instinktiv richtig geraten. Die Rune scheint ihm zu gefallen. Das ist das Symbol. Luft. Dieses Symbol. Wasser. Das müsste das Symbol. Die Rune scheint ihm zu gefallen. Wenn mich nicht... Also Humus brauchen wir noch. Dieses Symbol. Wasser brauchen wir noch. Das ist... Und Luft. Humus, Wasser und Luft. Wo wir Humus herkriegen, weiß ich. Da habe ich eine Idee. Das dürfte nicht so schwer werden. Yalla, komm heraus. Achso, ich hätte zwar auf ein anderes Bild geklickt, aber scheint es zu sein. Yalla heißt sie. Das muss geilst. So eine Luft, vielleicht hier bei den Hörnern. Könnte ich mir denken. Das bringt mich nicht weit. Wo kriegen wir Luft her? 2 brauchen wir noch. Luft und Wasser. Vielleicht finden wir hier auch das Wasserding. Ich weiß nicht einmal, wo ich... Tja, wo könnten wir Wasser finden? Ja, Wasserfall. Untergrundsee. Ja, das macht Sinn. Hier können wir Wasser herkriegen. Und die Luft. Geister des Wassers. Erhebt euch. Der Wassergeist. Errungenschaft Reiches Imtarist.
Ja, aber es fehlt noch der Luftgeist. Dann kriegen wir den her. Drachenhalle. Erzlabor. Und haben wir den Luftgeist schon. Okay, mit dem können wir nicht interagieren. Auf dem Dach vielleicht irgendwo Luft. Fliegende Festung. Mir fehlt die Vision. Ja. Wo kriegen wir den Luftgeist her? Den Luftgeist. Ach, war der nicht hier drin? Luftgeist. Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Das glaube ich nicht. Er reagiert. Vielleicht können wir die anderen Wesen hier reinschicken. Aha. Ich will Kasim nichts. Ich fliege erst dorthin. Das heißt, sie müssen dort irgendwie rein. Tja, ich weiß nicht, okay, dann machen wir das. Vielleicht kommen wir dann hier weiter. In den Erzgeist hier rein. Oh. Das muss wahrscheinlich. Oh. Warte, wir haben natürlich. Es muss natürlich eine Reihenfolge folgen. So leicht ist das Rätsel nicht. Warte, wir wissen ja, wo wir die Lösung herkriegen. Hier, das Ding auf dem Tisch. Sieben Runen sind. Okay, ich sehe es nicht ganz, aber das scheint. Erz scheint unten zu sein. Luft ist ja schon in der richtigen Richtung. Da müssten wir jetzt noch wissen, welches. Diese hier sind ziemlich ähnlich. Und das ist schwierig. Können wir hier vielleicht nochmal rein oder. Nee, kann man nicht. Das Symbol ist weg. Aus dem können wir nicht mehr. Bis ich nicht weiß, was die. Tja. Tja, tja, tja. Vielleicht tun wir irgendwo anders noch das Symbol. Das Saurons Auge. Am See hier noch irgendwo. Nicht so weit ich sehe, aber hier ist so ein Ornament. Vielleicht tun wir damals. Ah, warte, wir haben doch oben. Es ist nur ein. Das andere Teil des Siegels war hier oben am Blumenbuntglasfenster. Warte kurz. Vielleicht. Können wir die Laterne hier irgendwie mit dem Buntglasfenster verwenden und dann haben die Reflexion irgendwie oder so. Die Laterne.
Das müssten wir dort unten das Durchschimmern sehen. Aha. Jetzt haben wir ein vollständiges Ding. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt. Ah, natürlich. Das andere haben wir noch im Inventar. Das Symbol auf das Glasfenster liegen. Die Aussparung hat die Form einer der Siegelhände, aber sie ist noch kein vollständiges Siegel. Der Weg der Willkür. Tja. Das Licht der Lampe leuchtet hindurch. Vielleicht können wir es auf den Boden dort unten legen. Das war eigentlich zu einfach, aber. Dann könnten wir das Ornament ergänzen. Die Zeichnung passt genau. Jetzt mit der Maske da mal drauf gucken. Da sind wir wieder. Reden wir nochmal mit ihm. Da brauchen wir noch einen Luftgeist. Schon wieder. Ich kann mich kaum wach halten. Öffnet mein Auge. Du bist zurückgekehrt. Höre nun den zweiten Akt meiner Geschichte. Die Geschichte der Maske. Die Maske stellt die Wesen der Welt vor eine Wahl. Wer sie trägt und die uralte Formel in ihrem Inneren spricht, dem schenke ich seliges Vergessen, auf dass der Schmerz des Verlustes einem unbefleckten Neubeginn weiche. Spricht der Träger dagegen meinen wahren Namen, so werde ich ihm erscheinen und ihm jeden Wunsch erfüllen. Was auch immer verloren schien, ich würde es aus den Tiefen der Vergangenheit bergen und es in das Jetzt retten. So erwachten über die Jahre Tote zu neuem Leben und Königreiche erstrahlten in altem Glanze. Meine Güte war grenzenlos. Und in meiner Gnade überschrieb ich die Tyrannei des Buches der Zeit. Ja, mein Name war es, der all dies tat. Mein Name überstrahlte alles. Nicht Memnoremnon, wie die Giganten mich nannten, sondern mein wahrer Name. Mein geheimer Name. Satinaf schickte sich an, ihn in ewige Vergessenheit zu verdammen. Doch abermals war ich klüger. Im Schatten los fand ich den einen Ort, in den mein Meister nicht hineinblicken konnte. Dort grub ich ein Loch, und in dieses Loch legte ich meinen Namen. Und aus meinem Namen erwuchs ein Garten. Und wer die Maske trug und den Garten fand, der sollte hier auch meinen Namen finden. Meinen Namen in meinem Garten. Dem Garten des ewigen Vergessens. Dem Garten meines vergessenen Namens. Tja. Jetzt brauchen wir noch den Luftgeist. Wir müssen nur, wenn ich das richtig gesehen habe, Geister dort bei dem Prinzen einfügen. Und was dann passiert, vielleicht kommen wir da nochmal in der Kamera rein und erfahren den Rest, den letzten Rest der Geschichte. Das Ende. So, Luftgeist. Oder auch nicht. Luftgeist ist ja hier drin. Idiot.
So, vielleicht können wir jetzt. Den fangen wir ja jetzt nicht, sondern ist schon hier. Aktivieren das Portal. Achso, ja. Herz war auf jeden Fall unten, das haben wir schon gesehen. Das wird jetzt ein bisschen knifflig. Jetzt müssen wir mal das Rätsel uns angucken. Ist ja jetzt schwer zu sehen. So könnte das, die Beine hier, die sind halt schwierig. Das Dreieck, das ist. Wir müssen bis zum Observatorium in der Bibliothek nochmal nachgucken. Hier hatten wir doch die Ruhe. Okay, das könnte die Reihenfolge sein, aber von wo aus fängt das an? Das Dreieck. Diese Rune. Dreieck ist das Feuer. Das ist das Symbol. Okay, das ist das. Ist das Symbol. Das heißt, neben der Luft. Diese Rune. Das Feuer. Das ist das Symbol. Und Eis, da haben wir das schon mal falsch platziert. Sekunde, ich notiere es mir mal kurz. Ich muss mir das mal notieren. Damit ich es bis auf den Weg nicht mehr vergesse. Kleine Notiz auf dem Handy. Okay, jetzt erst einmal Feuer. Diese Rune. Das ist das Symbol für Luft. Ganz eindeutig. Das ist das Symbol für Eis. Eis. Dieses Symbol steht. Immer Wasser. Das müsste das Symbol für Erd sein. Erz und zum Schluss Humus. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Symbol für Humus. Oder für Boden, Erde. Wie man es halt will. Feuer, Luft, Eis, Wasser, Erz und Erde, Natur und Pflanzen. So, wir müssen jetzt zum Observatorium. Aufs Dach. So, Ich will Kasim nicht so. Aber nach Luft muss Eis kommen. Eisgeist müsste rein. An der Stelle spielt bereits ein Element. Das ist schlecht. Und vor Luft kommt Feuer. Dann kommt eigentlich Eis. Können wir vielleicht mit der Kugel wieder einfangen? Ja, können wir. Feuer, Luft. Dann kommt Eis. Dann Wasser. Kommt Erz und zum Schluss oben der Humus Geist.